Hallo und herzlich willkommen hier in der... Moment, wer hat hier das TNT angemacht? Leute, nein! Und damit guten Morgen, mein Name ist Doc Stanrode und dies ist ein weiteres Tutorial in der Redstone-Schule. Und dieses Ding ist einfach gebaut und macht unglaublich viel Spaß. Und ich zeige euch heute, wie es geht. Und los geht's! Wir brauchen dafür 1, 2, 3, 4, 5 Hilfsblöcke. Die positionieren wir einmal so. Oder 5 Blöcke, die positionieren wir einmal so. Einer hier, 1, 2, 3 Platz, einer da, 1, 2, 3 Platz, einer da, 1, 2, 3 Platz, einer da. Dann brauchen wir 9. Quatsch, 12 Werfer und die platzieren wir von innen hier so, dass uns die Münder angucken. So, in jedem von denen legen wir etwas TNT hinein. So, um das zu beschleunigen, kann man im Kreativmenü Steuerung gedrückt halten und die mittlere Maustaste auf den Block machen. Jetzt habe ich einen Werfer, wo die Daten schon drin sind. Also da ist das TNT schon drin. Dann kann ich jetzt einfach austauschen. Falls ihr im Kreativmodus nicht seid, sondern im Überlebensmodus, müsst ihr das natürlich mit der Hand machen. Jetzt müssen wir das Ganze verkabeln mit 16 Redstone, 1, 2 Staub, Achtung, auf dem Werfer Shift gedrückt halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, und wir brauchen noch einen Baublock, den setzen wir hier drüber, wenn man Shift gedrückt hält, auf dem Redstone geht das automatisch. Dann nehmen wir einen Knopf und damit wird das TNT jetzt rauskommen. Also nicht drücken, noch nicht, denn wir brauchen in der Mitte unserer Anlage ebenfalls noch einen Baublock. Also brauchen wir 6 Baublöcke. Wir brauchen noch ein Zäunchen und nun brauchen wir einmal Wasser und zwar mehrfach. Wir nehmen 1, 2 Wasser, ups, 3 Wasser. Mit 4 Wasser ist das Ganze erledigt. Und schon ist unsere kleine Vorrichtung fertig. Ihr stellt euch zum Starten hier oben auf den Zaun und dann drückt ihr den Knopf. Das TNT wird platziert und ihr werdet in die Luft geschleudert und könnt euch alles ansehen, was hier in eurer Welt so los ist. Wunderschön. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dieser kleinen Anlage. Ich habe sie auf jeden Fall gehabt. Baut sie nach, schreibt mir in die Videobeschreibung, ach Quatsch, in die Kommentare natürlich, wie es euch gefallen hat. Schickt mir vielleicht Bilder eurer eigenen Maschinen und ansonsten lasst einen Daumen da, ein Abo und tut nichts, was ich nicht auch tun würde.